Das ist Ottobeuren im Allgäu, eine Kleinstadt im Süden mit einer gewaltigen Basilika und einem großen Kreiskrankenhaus. Kein normales Krankenhaus, denn hier gibt es nicht nur Ultraschall, Tabletten und Röntgenapparate. Seit fast einem Jahr arbeiten hier auch Professor Mao und Dr. He von der Universitätsklinik Nanjing in China. Mit alter chinesischer Heilkunst stehen sie Chefarzt Dr. Plederer zur Seite. Die chinesische Medizin kann Dinge einordnen und erklären, die die westliche Medizin gar nicht sieht. Sie spricht nicht von Krankheiten, sondern von Ungleichgewichten und Disharmonien im Körper und zielt darauf ab, den Körper wieder auszubalancieren. Nehmen Sie den Kräutersud bitte ohne Unterbrechung ein. Hast du gehört? Nach dem Gesicht zum Schließen. Das ist wie Most. Natürlich gibt es einen Unterschied zu China. Er hat nicht so viele Sorten, aber die Qualität ist absolut gesichert. Aber ich habe halt nur mein Gemeinbefinden gemerkt, dass mich das gut tut. Und darum werde ich da auch weiter dabei bleiben.